Jo, da sind wir wieder bei Tales of Xillia 2. Beim letzten Mal sind wir hier in der Arche der Zeit. Oder nur bei Arche der Zeit, das ist, glaube ich, das Ding, was der Odin beschützt. In den Epsla-Ruinen angekommen. Und, joa. Können wir uns hier so ein bisschen anschauen, die Sachen. Sieht ziemlich cool aus. Das sind nebenbei Truhen. Und eine Glühfrucht. Also irgendwo hier, glaube ich, konnte man sich auch ältere Tales-Musik anhören. Hi. Ich versuche das mal irgendwo zu finden. Ich habe es jetzt noch nicht selbst gesehen, sondern nur von gehört. Bin ja mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Ich habe keinen, mit dem ich mit Pistolen gut was machen kann, oder? Ja, mit dem Streublitz da. Funkelnder Käfig. Und strahlender Wirbel. Okay. Wow, kostet das eine Menge. Ups. Pack das mal dahin. Ich will mir gleich mal sehen, wie das aussieht. Ah, die Attacke ist das. Ich mach dieses Wasser. Ich schieße einfach drauf. Was haben die für eine Schwäche? Schwert. Ich nehme lieber das. Das kann ich eher was machen. Hau einfach drauf. Ja, passt. Und Level Ups. Sehr gut. So. Oh, und die Katze wieder da. Was hast du mitgebracht? Eine neue Katze. Sehr gut. Haben wir irgendwo mal mehr als nur woanders? Ach komm. Such einfach weiter. Bis du das alles hast. Ich habe ja kaum neue Gebiete. So, da können wir nicht weiter, weil Wasser. Also schauen wir mal hier oben rein. Noch mehr Truhen. Mit einem Granat. Einem Aquamarin. Einem Rubin und einem Opal wahrscheinlich. Ja. Da lang. Da scheint sonst nichts weiter zu sein. Ein Eis am Stiel. Ich will ja nicht wissen, wie alt das hier schon ist, wenn das hier drin ist. Gegner? Wo denn? Achso, in einem anderen Raum nebenan. Ein Mondstein. Ach da. Hallo. Nebenbei ein sehr ekliger Gegner. Schön, dass er mich durch die Wand durchsehen kann. So, was haben wir denn noch so hier? Vorne glitzert wieder was rum. Bisschen dumm. What is this thing? Looks pretty suspicious. So, es hat scheinbar keinen Strom. Na dann, suchen wir doch mal ein bisschen Strom. Und gehen mal zu diesem Monster, was hier nebenan war. So, da hinten komme ich nicht hin. Und, da geht's rein. Is that some kind of monster? It seems different from the others. I don't know. Hm, kann sich überraschen. Schade. So, man sieht schon, es hat so ein bisschen Resistenz gegen alles. Von daher müssen wir es so besiegen. Also so geht es zumindest am einfachsten. Man kann auch einfach ewig lange drauf rumkloppen und irgendwann seinen Schwachpunkt freilegen, glaube ich. Aber wenn es schon im Komatus-Zustand geht, mit einem wunderschönen Mystic Art zum Schluss, warum auch nicht? Das ist halt der einfachste Weg, Dinger kaputt zu hauen. Ich habe, glaube ich, nichts zu essen reingeschmissen, ne? So, und wir haben gerade von ihm eine Energieeinheit bekommen. So, jetzt kann ich auch mal was zu essen nochmal reinschmeißen. So, kann man hier irgendwo was hören? Well, the monster dropped this. If only we knew what to do with it. So, wir haben eine Energieeinheit bekommen. Mal gucken, was wir wohl damit machen können. Einfach hier reinstecken.
Tada! Und damit können wir uns nun zum zweiten Osttor rüberporten. Und sind nun im gelben Bereich. Die gelbe Passage. Da haben wir die blaue Passage gehabt. Joa. Okay. Haben wir so ein bisschen angeguckt. You may proceed no further. So you say. But we sure aren't going back. Stimme ist sogar so wichtig. Der olle Odin, der spricht sogar zu uns einfach so in den kleinen Gesprächen zwischendrin. So, ist hier. Ja, hier ist immer eine Tür. Hm, hier scheint aber auch nichts weiter zu sein. Jo, verstehe ich, was da alles dran steht. Bin natürlich allwissend und so, ne? Schauen wir mal hier rein. Hier können wir jetzt nach unten gucken. Hier scheint auch sonst nichts zu sein. Auf der anderen Seite sind aber wieder Truhen. Nach oben können wir auch nicht gucken. Okay. Dann gehen wir mal einen Stockwerk tiefer. Und schauen mal, was wir da haben. Hier irgendwas an den Dingern. Ich glaube, ich hatte beim ersten Spielstand hier war nicht so wirklich groß genau untersucht. Vielleicht findet man ja noch irgendwas. Vielleicht kann ich hier irgendetwas davon prüfen. Aber wie es aussieht, nicht. Hier noch irgendwas? Nein. Dann wieder nach oben. Und hier rein. Ich könnte an sich wieder gegen ein paar Monster kämpfen, einfach mal um meinen Chromatos wieder aufzuladen. Wäre an sich keine so doofe Idee, komm mal her. Weil wir müssen noch mehr von diesen Monstern für die Energieeinheiten fertig machen. Von daher. So. Und noch ein kleiner Mystic Art von Luga diesmal. Sieht auch schön aus. Jetzt habe ich den Kampf nur so ein kleines bisschen zu schnell beendet. Immer schön hier bleiben. Ich wollte schon sagen, haben wir den getroffen überhaupt? Aber ja. Und tschüss. Creaky. Ja. Neues Wort, creaky. So, da hinten können wir weiter. Oder wir können hier rein. Schauen wir mal, was hier drin ist. Das führt zu einer Sackgasse. Okay, dann kann ich das ja eben mal fix erkunden. Wie das Monster einfach mal mir voll in den Weg läuft, ne? Okay, Schwert ist in Ordnung. Oh, habe ich jetzt gerade Windelement bekommen? Ach ja. Vergesst, die Attacke trifft einfach nie. Ich glaube, ich habe wirklich gerade Windelement auf meine Waffe bekommen. Ui, das sieht ja cool aus. Jo. Also ich glaube, wir haben auf dem Kommando schon mal zumindest einen drauf. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Dass man das nirgendwo sonst nachgucken kann, außer im Kampf. Was haben wir denn noch so alles Schönes hier? Hallo? Ah! Quick! Ich gehe mal an dir vorbei, ne? Hast ja sicher nichts dagegen. Und an dir auch. Hm. Nirgendwo irgendwelche Höhlen, die man reinkriechen konnte, wollte ich gerade sagen. Und dann sehe ich da einer, an der ich gerade vorbeigerannt bin. Weißt du was? Auf die Fledermaus habe ich gerade keinen Bock. Weil Pistolen. Nehmen wir lieber den Fisch. Ja, oh, Fisch ist immer gut. Und Bong weg. Hammer.
Jo, ich mag den Hammer Toss. Hat er denn eine Schwäche eigentlich? Achso, Licht, ja. Und Surprise Element nicht, weil Gegner tot. Ich wollte so ein bisschen wieder Überraschung machen. Ich mag diese Fähigkeit. Schmeiß noch ein Schokoladenparfait rein. Und guck mal, was hier drin ist. Hallo? Oh. Eine Geode. Und seltenes Metall. Wie viel hatte ich von dem seltenen Metall? 7. Na gut, das fällt noch unter selten. Ja, da sage ich nichts. Na gut, zurück in die gelbe Passage. Und schauen mal weiter. Lauf doch nicht in die gleiche Richtung wie ich. So, da fehlt wieder eine Energieeinheit. Brauche ich gar nicht erst zu gucken. Und hier drin ist eine Truhe. Also, Truhe. Mit feinstem Fell. Hier irgendwas an den Dingern. Ja, die sind eingefahren. Na dann. Kann ich hier auch gucken? Nee. Also nicht durchgucken zumindest. Hallo. So, haben wir unten. Ja, unten ist auch wieder was. Hier irgendwas versteckt in den Dingern. Nur wieder noch mehr Truhen. Mit Affidenkönig. Und schönen Insektenflügeln. Schade. Leute, geh weg. Schauen wir mal, ob wir da oben noch was haben. Der Odin klingt zumindest sehr vernünftig, als könnte man so ein bisschen mit ihm reden. Ob wir es im Endeffekt auch machen werden, ist eine andere Sache. Hier haben wir auch nichts weiter. Dann. Hi. Ich und meine Hinterhalte, ne? Da! Und nebenbei noch beim Weglaufen was geklaut. Das kann auch nur Leia. So, dann noch die harte Schuppe. Und dann müssen wir hier durch. Damit kommen wir. Da oben. Boah, ist auf jeden Fall mit dem. Da hat hier da was glitzern gesehen. Ist mit diesem, mit der Fähigkeit von Elise sehr schön, so schnell fliehen zu können. Und dann wiederum mit der Fähigkeit von Leia ist es sehr schön, so viel klauen zu können. Ja, nein, zuerst. Weil die kann ja selbst beim Flüchten einfach mal so random was klauen. Okay. So, Mission. Wir sollen Odin aufsuchen. Okay. Versperrst echt perfekt. Oh, ich hätte fast die Gegner hinter mir vergessen. Echt perfekt den Weg, wollte ich sagen. Wenn man den ganzen so breit wie der ganze Gang ist. Nee. Habe ich hinter irgendwas versteckt? Ja. Eine Riesenfischflosse. Also manchmal sind die Gegner auch schon echt dumm, dass sie mich nicht erwischen, während ich einfach nur rumstehe. So, und da kommen wir in die rote Passage rein. So, haben wir hier irgendwas? Oh. I didn't know ruins had music like this. I don't think that's normal, actually. Woher ist die Musik? Kommt mir gerade nicht bekannt vor. Hier? Vom Stil her würde ich sagen, das könnte Tales of Phantasia sein. Ist da auf deiner Seite auch nochmal so eine Säule? Ja, ist auch nochmal eine. Ja, hi. Wie gesagt, bei dem kann ich gerade echt nicht. Bei dem weiß ich echt gerade nicht, wo es herkommt. Aber ich habe jetzt doch endlich mal die Säulen gefunden, bei denen man Custom Music, sage ich schon mal, fast abspielen kann. So, und tschüss. Also wo man die Musik so ein bisschen ändern kann aus älteren Tales-Spielen. Was ich ziemlich cool finde, das habe ich beim ersten Mal übersehen. Das habe ich erst... Hi, dich habe ich auch übersehen. Das habe ich auch erst im Nachhinein irgendwo gelesen, dass es da solche Steine gibt hier in den Ruinen.
wo man die Musik so ein bisschen ändern kann. Und unsere Katze ist wieder da. Hey, not bad. Ah, Katzenschwänze. Genau, es gibt auch, ja, ich sag mal, solche Fun-Waffen. Moment. Da, Katzenschwänze. Die die Chance auf Beutegegenstände erhöhen, wenn man mit denen kämpft. Das sind nochmal weitere extra Sachen, die man da so finden kann. So, Meeresfrüchte-Set. Pikantes Hühner-Sushi. Und Gemüse-Set. Bin mal gespannt, was wir noch alles für Musik haben. Falls ihr die erkannt habt, könnt ihr mir ja gerne schreiben, woher die ganzen Lieder herkommen. Falls da irgendjemand sich doch ein bisschen besser auskennt als ich. Also wie gesagt, wir sind jetzt beide nicht hundertprozentig direkt bekannt gekommen, aber... Nee, hier kann man es nicht machen. Hier aber. What's with the sudden music? That's sort of spooky, but it's actually kind of a snappy tune. Ach, wieder der Typ. Die kommt mir auch nicht bekannt vor. Die kommt mir auch nicht bekannt vor. Also entweder habe ich die ganzen schönen Songs aus den Tales-Spielen wieder vergessen, oder die kommen alle aus Tales-Spielen, die ich nicht kenne. Und da gibt es ja auch noch so einige zu. Weil Japan only und so. So, machen wir erstmal dich fertig. Einfach instant Chromatos und durchkloppen. Wie immer einfach Standard draufhauen. Ist bei den Dingern doch echt am einfachsten. Und zum Schluss noch mit Mystic Art abschließen. Einfach weil ich es kann. Und weil das Mystic Art ziemlich cool aussieht, finde ich. Es gibt zwar schönere, aber das sieht auch sehr schön aus. Und wieder eine Energieheit und ein seltenes Metall bekommen. Oh, und sie hat Nurse gelernt. Sehr schön. So, haben wir auch Musik? Klingt nach einem Battle-Theme auf jeden Fall. Ui, so ein grüner Umriss. Auch wenn ich gerade wieder nicht zuordnen kann, woher es ist. Da, ah, das ist aus Symphonia. Das weiß ich. Das ist... Sloyds Theme? Das könnte ein... Das könnte Lloyds Theme vielleicht sein. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Symphonia. Das habe ich erkannt. Moment, das heißt... Muss ich kurz mal nachdenken. Wir haben bis jetzt 6 gefunden. Phantasia... Destiny Eternal, Destiny 2, Symphonia, Rebirth. Das heißt... Nee, Moment, hier auf der Seite. Ist das eventuell das Battle-Theme aus Rebirth? Weil wenn die da also nacheinander gehen, dann könnte das sogar wirklich gut passen mit dem Theme, wo ich meinte, das klingt so ein bisschen Phantasia-like. Das aber wirklich aus Phantasia war. Weil es dann quasi im allerersten Raum direkt war. Muss ich kurz mal gucken. Ah, so kommen wir auf die andere Seite. Und da finden wir dann auch das zweite Vieh mit der Energieeinheit. Bin mal gespannt, was wir in einem anderen Raum noch finden. Wären wir chronologisch weitergegangen, müssten dann Legendia und Abyss kommen. Und falls es noch mehr von diesen Räumen gibt, müssten dann... Innocence und Vesperia noch kommen. Und dann halt Hearts. Und Graces. Das würde an sich ganz gut passen. Weil nach Graces kommt ja dann direkt schon Xillia. Und Xillia-Themes sind hier eh schon mehr als genug drin, sag ich mal. Das heißt... Das könnte man so gut machen. Oh, Moment, okay, da geht's weiter. Naja, na, wobei ich muss wieder aufladen für den anderen Kampf. Au. Blöder Gegner. Lucky Cat. Hey, isn't Tifa amazing?
Das finde ich auf jeden Fall sehr schön mit der Musik. Aus den älteren Tales-Spielen. Ich weiß ja auch, das ist mir beim ersten Mal irgendwie total entgangen, dass es das noch gibt. So, damit kommen wir hier in diesen Gang. Und sind quasi dort, dass wir dort reingehen können, die Verbindung. Vielleicht gibt es ja da auch nochmal ein bisschen Musik. Hier ist sonst noch nichts. Nee, nothing. Okay, ich geh ja schon. Bin weg. Nee, hier ist auch nichts. So, und damit sind wir nochmal im blauen Gang. Voll bei den Monstern reingelaufen. Nee, nicht gegen euch. Irgendwo hier müsste gleich noch ein Gang sein. Ah, da vorne. Sehe ich es auch schon. Das ist, glaube ich, sogar komplett optional, der Bereich hier. Den kann man gerne einfach übersehen. Lumizid. Nichts? Nee, hier spielt er nicht. Hier auch nicht. Burizid. Und ich glaube, der andere war ein Clarizid. Ja. Nee, hier spielen die keine Musik. Schade. Aber wir haben ja noch ein paar Räume. Nämlich den da oben. Waren hier nicht sogar gute Waffen drin? Eine Schicksalsrute. Ein Waisenmesser. Zweifachschneide. Und Hanuman-Stab. Genau für die vier Charaktere, mit denen wir hier rumlaufen. Das Waisenmesser erhöht, stellt einen regelmäßigen KP her. Erhöht Geschicklichkeit. Erhöht die Auffüllrate der Grenzübergangsanzeige. Oh. Und erhöht Int und verkürzt die Wirkzeit. Ja. Das ist quasi die Belohnung dafür, dass man hier so ein bisschen mehr erkundet. Da findet man direkt vier gute Waffen hier für die vier Leute, mit denen wir hier auch kämpfen. Nehmen wir uns das noch mit. Verarschen den Gegner und gehen wieder raus. So. Dann geh du mir mal aus dem Weg. Dann gehen wir wieder durchs Loch auf die andere Seite. Ist wirklich nichts. Nur tausende von Gegnern. Aber gegen einige muss ich ja noch kämpfen. Einfach mal, um den Chromatus wieder voll zu bekommen. Ich glaube, selbst ein Chromatus Level 1 dürfte eigentlich locker ausreichen. Von daher machen wir mal noch Level 1 Chromatus. So, den Grenzübergang machen wir mal jetzt gerade mal nicht an. Die Gegner sterben einfach viel zu schnell. Ich komme gar nicht dazu, den Chromatus richtig aufzuladen. Wir werden auf jeden Fall noch in diesem Part diese andere Energieeinheit holen und das Vieh fertig machen. Ich möchte nämlich noch die andere Musik mit in diesem Part reinnehmen. Willst du mal bitte aufhören, dich zu blocken? Danke. Hat doch lang genug gedauert, dir deine Verteidigung mal wegzunehmen. Huch. Kann ich einfach hinten um dich herumlaufen? Nein, du blockst auch hinten alles. Aber gut, wir haben zumindest einen Chromatus voll. So. Komm her. Ah, und ich habe ihm seine Verteidigung zerbrochen. Das kann er auch sich nicht mehr blocken, nicht mehr verteidigen. So. Komm mal schön her. Und da hinten noch einer. Habe ich echt aus der Entfernung noch getroffen? Hui. Okay, damit haben wir den Chromatus erstmal wieder voll. Ja, da lang muss ich jetzt. Machen wir uns auch die letzte Energieeinheit. So, und sicher auch eine gute Frage, womit die jetzt hier wirklich auch betrieben werden, weil irgendeine unbekannte Energie, die nicht Geisterarts oder Spyrix sind. Und ich habe irgendwas gerade gesehen. Was ist das da vorne? Wahrscheinlich, wenn du was durch die Wand her durchnehmen konnte. Hopp, hopp, hopp. Immer mit der Ruhe. Ich gleich wütend werden. Jo. Suche in die rote Passage. Und hier haben wir, glaube ich, den Gegner drin gehabt. Ja. Komm mal her, mein Lieber. Dann können wir gleich mal gucken, was für Musik wir noch hier haben. Oh, ich habe sogar den Zweier sogar fast voll gehabt. Na, egal. Sollte, meine ich, auch so eigentlich reichen.
so viel Schaden, wie ich mache. Und am Ende reicht es nicht. Gerade jetzt, wo ich den Zweier nicht habe. Nee, aber das sollte reichen. Ja, sag ich doch. Und eine weitere Energieeinheit. So, schauen wir mal. Das ist... Ah, komm, wie ist die Stadt? Grand Kogma? Das müsste Grand Kogma aus Tales of the Abyss sein. Moment. Ist das nicht auch aus Abyss? Oder Vesperia eventuell sogar? Dass wir sogar jetzt in Vesperia direkt gehen? Moment. Irgendwie fehlt da noch ein paar Tales-Spiele. Ihr könnt mir wie gesagt gerne sagen, falls ihr wisst, woher die Musik kommt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht bei allen. Indigo-Kugel, Natronreis und eine gelbe Kugel. So, dann können wir unten noch einmal kurz gucken. Da ist nämlich auch nochmal ein Gang. Ist hier vielleicht nochmal ein bisschen Musik? Ja. Das ist auf jeden Fall aus Vesperia. Okay. Das ist nicht auch aus Vesperia? Das Intro? Nee. Das ist das Intro aus Xillia. Was rede ich denn da? Oder? Also Xillia 1. Hätte ich jetzt gesagt. Das ist Graces. So ein bisschen traurige Musik einfach. Und die kenne ich wiederum wieder nicht. Wobei, das klingt wie ein Remix aus Phantasia. Na gut, aber ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Part. Der ist schon so ein bisschen länger geworden. Auch da deswegen, weil ich die ganze Musik erstmal suchen wollte. Wir haben jetzt alle Energieeinheit bekommen. Ich glaube, wir können aber auch gleich so ein kleines bisschen abkürzen einfach. Ja. Na gut, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.